Wir fordern einen Untersuchungsausschuss, weil wir wissen wollen, ob es Lücken im Gesundheitssystem gibt, die der Gesetzgeber schließen muss, und ob bei den Ermittlungen, die die Staatsanwaltschaft und die Polizei getätigt hat, ob hier politische Einflussnahme genommen wurde. Denn ansonsten kann man sich nicht erklären, warum Polizeibeamte sozusagen mit Strafverfahren überzogen werden, warum immer Polizeibeamte von den Ermittlungen abgezogen wurden. Also hier ist ein ganzer Strauß an Fragen, den wir geklärt haben wollen, und das können wir eigentlich legitimerweise nur in einen Untersuchungsausschuss machen.